Unseren nächsten Speaker. Wir müssen uns so ein bisschen an die Zeit halten. Unseren nächsten Speaker muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist Kollege beim Schildower Kreis. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands und wohl der gefragteste Experte in Sachen deutscher Cannabispolitik, egal ob im Bundestag oder in internationalen Medien. Bitte einen ganz großen Applaus für Georg Wurt. Ja, hallo zusammen. Auch von mir nochmal herzlich willkommen auf der ersten Hanfparade nach dem Cannabisgesetz. Jetzt bin ich heute Morgen gefragt worden von Radio 1, wie sehr wird denn da jetzt gefeiert? Ich sage, ja, also nach wie vor wird ja immer noch vor allen Dingen gefordert. Ja? Und wie sehr gefeiert wird und wie sehr gefordert wird, das sehen wahrscheinlich viele unterschiedlich. Man kann dieses Gesetz betrachten und sagen, das ist totaler Murks, ja, das ist vollkommen berechtigt. Man kann aber auch sagen, wow, ein Riesenschritt nach vorne. Wir können endlich irgendwie in Ruhe unser Gras in der Tasche haben und damit rumlaufen und ein Pflänzchen anbauen. Beides vollkommen berechtigt. Aber ich will gar nicht so sehr nach hinten gucken und das Einzige, was ich jetzt daraus mitnehmen will, sozusagen in den weiteren Verlauf dieser Rede, wir haben es geschafft, was zu verändern. So viel ist auf jeden Fall Fakt, so viel ist sicher. Da können wir uns darauf einigen, würde ich sagen, jeder, der das gut oder schlecht findet, was passiert ist, nach vielen Jahren, Jahrzehnten des Kampfes, haben wir endlich einen großen Schritt erreicht. Und das zeigt uns auch, es lohnt sich weiterzumachen, weil wir werden auch weitere Schritte erreichen und wir müssen auch weitere Schritte erreichen, weil wir eine vollständige Angleichung zum Beispiel zum Alkoholkonsum, Besitz und so weiter haben wollen. Wofür kämpfen wir noch? Ja, wie immer, für die Legalisierung von Cannabis. Weil wir haben keine Legalisierung von Cannabis. Wir wollen vernünftige Fachgeschäfte haben, wo man hingehen kann als Erwachsener, mit einer guten Beratung, vernünftiger Qualität und guter Auswahl einfach ein bisschen Hasch oder Gras kaufen, gerne auch ein Konzentrat, dann haben wir Cannabis legalisiert. Aber auch unabhängig davon gibt es so viel Murks in diesem Cannabis-Gesetz, da werde ich gar nicht fertig mit aufzählen, weiß gar nicht, wie viel Zeit ich dafür habe sozusagen, ja, aber die Liste ist riesig an Sachen, die wir jetzt noch verbessern müssen, wo wir jetzt weiter reingehen müssen in die Details. Fangen wir an beim Eigenanbau. Ja, wir wollen mehr als 3 Pflanzen anbauen. Wir wollen so viele Stecklinge haben, wie wir wollen. Die sollen auch verkauft werden dürfen, wie verschenkt werden können, wie man will. Wir wollen Cannabispreise wirklich auch verschenken dürfen, ja, von unserer Ernte, wenn was übrig ist. Wenn wir mehr geerntet haben, als wir haben, wollen wir es verschenken dürfen. Warum nicht? Ich darf auf die Birnen verschenken, die ich in meinem Kleingarten angebaut habe. Ich will auch ganz normal konsumieren dürfen, wo ich auch Tabak konsumieren kann. Habe ich denen gesagt, heute Morgen bei Radio 1, ja, die Parade muss jetzt theoretisch, wenn wir jetzt da rumlaufen, irgendwie andauernd vor bestimmten Gebäuden Tüte an, Tüte ausspielen, weil wir sonst irgendwie laut CDU hier in Berlin drastische Bußgelder zahlen sollen, wenn wir da an der falschen Stelle im Stadtgebiet konsumieren. Ja, erzählt hat meiner, einen Zigarettenraucher. Und da sagt der Moderator, wie, auch am Wochenende, wo gar keiner da ist? Ja, ich sage nach und nach um 2:30, wenn da kein Mensch ist in dem Gebäude. Trotzdem irgendwie 1.000 Euro Bußgeld oder was, ne, oder 500. Da müssen wir noch dran arbeiten, so kann das nicht laufen. Wir wollen auch, wenn wir so einen Anbauverein aufmachen wollen, wenn wir da auch in den Vorstand gehen dürfen, wenn wir schon mal mehr als 3 Pflanzen angebaut haben, ist im Moment verboten. Was für ein Unsinn, Unsinn, Quatsch. Was haltet ihr von 10% THC-Obergrenze für 18- bis 21-Jährige? Super Idee, oder? Blödsinn, also da kann man gleich den Leuten verbieten, da reinzugehen, die auf den Schwarzmarkt schicken, weil dann sowieso keiner kommt von denen und weil die gar nicht reingelassen werden in die Clubs, weil das viel zu stressig ist, genau auf diese Grenze da zu achten beim Anbau. Was fällt euch sonst noch ein? Ich weiß gar nicht, ob ich euch hier verstehen kann, aber was wollen wir noch alles ändern? Ja, ist doch jede Menge Zeug, was uns da noch einfällt, oder nicht? Ganz vorne wahrscheinlich Führerschein. Natürlich wollen wir auch da eine komplette Angleichung haben an Alkohol, die wir immer noch nicht haben. Und ja, gerne könnt ihr denen zustimmen. Aber wie gesagt, fällt euch noch was ein? Wollt ihr noch was reinwerfen hier? Was wollt ihr als nächstes noch haben? Was ist das Wichtigste für euch? Habt ihr noch was? Obergrenze? Weil zu Hause beim Eigenanbau 50 Gramm Eigenanbau-Obergrenze als Ernte, die man hat pro Jahr, völliger Quatsch, ja, überhaupt nicht praktikabel. Gerade wenn man ökologisch unter Sonne anbauen will, einmal im Jahr ernten und nicht unter Lampe irgendwie die ganze Zeit rundum, dann muss ich viel mehr ernten können. Ich darf 600 Gramm aus dem Clubs holen im Jahr, 50 im Monat, aber nur 50, wenn ich draußen anbaue, irgendwie lagern von der Ernte. Was für ein Irrsinn, ja. Die Tschechen haben jetzt
die Clubs abgesagt, weil da die konservativen Teile der Regierung sich wohl durchsetzen, aber die sagen selbst bei Eigenanbau trotzdem 600 Gramm. Damit gehen sie mal rein in die Verhandlungen, nicht 50. Also jede Menge Zeug, was noch zu tun ist. Deswegen gehen wir weiter zur Hanfparade. Wenn ihr jetzt nicht hier weiter noch 1000 Sachen reinwerfen wollt, ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir haben noch viel zu tun, 1000 Details, die irgendwie Blödsinn sind, wo wir immer noch kriminalisiert sind, wo wir keine Shops eröffnen dürfen, wo wir nicht in Shops arbeiten dürfen, die Cannabis verkaufen, wo wir nicht anbauen dürfen, auch kommerziell. All das wollen wir haben. Einige von uns wollen Shops selber aufmachen, wollen da arbeiten. Alles, was man mit Alkohol machen darf, wollen wir auch mit Cannabis machen dürfen. Und gut, ja, dafür gehen wir gleich wieder mal stundenlang durch die City latschen. Und auch Appell an den Berliner Senat dabei noch zu senden. Kriegt das endlich geregelt mit dieser Anbau-zuständigen Behörde. Ja, ist peinlich für Berlin, dass ausgerechnet die Hauptstadt das nicht gebacken kriegt, eine Behörde dafür zu bestimmen, die dafür zuständig ist, diese Anbauvereine zu regulieren, zu genehmigen und so weiter. Also kriegt euch mal geregelt hier in Berlin. Und ansonsten, ja, werden wir noch ein paar Jahre hier wahrscheinlich zusammenkommen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Georg Wurth.